Bergbau hat traditionell jeder Tunnel eine Tunnelpatin. Das ist eine Tradition, die hier auch gepflegt wurde. Und ich wurde gefragt, das ist ein Ehrenamt. Und ich durfte das sein. Und ich war jetzt 3 Jahre lang hier, die Tunnelpatin. Und der Name des Tunnels ist auch da oben zu sehen, der Franziska-Tunnel. Und im Grunde vertritt die Patin, Achtung, die heilige Barbara, die wiederum die Schutzpatronin der Bergleute ist. Und das hier, das ist sie. Das ist quasi die Heiligenfigur, die in den Tunneln auch aufgebaut wird, am Anfang des Tunnels oder im Tunnel. Und das ist sie. Und ich durfte ihre irdische Vertreterin sein. Also ich werde sicher weiterhin immer sehr gerne an dieses Projekt denken. Ich werde es auch verfolgen. Ich darf auch noch mal kommen, zum Glück, und immer noch mal nachschauen, ob alles gut läuft. Ich sage immer, die Mineure müssen jetzt ohne meinen Schutz auskommen. Das werden die schaffen, weil der Tunnel in dem Sinne als Rohbau steht. Und ich habe meine Patenschaft fertig. Aber ich werde wieder kommen, zu Besuch sein, sehr gerne. Wir hier in Frankfurt warten natürlich alle auf die neue U-Bahn-Strecke. Und mich fragen dann auch immer viele, ja, wann ist denn die endlich fertig und so. Es dauert halt noch ein bisschen. Also ich wünsche dem Projekt dieser lang ersehnten U-Bahn-Strecke mitten durch das Europaviertel, dass es gut vorangeht, dass es ohne Verzögerungen weitergebaut werden kann, dass es halbwegs im Plan bleibt und dass wir am Ende alle fröhlich die Jungfernfahrt auf der U5 fahren können und dass ich dann auch wiederkommen darf und Fähnchen schwingen kann.